Hallo, JavaScript Variablen. Variablen sind einfach gesagt Platzhalter für irgendwelche Werte, die sich ändern können. Die Werte sind dynamisch. Die Deklaration einer Variable sieht in JavaScript wie folgt aus: var, Leerzeichen, dann der Name der Variable, ist gleich und dann der Wert am Ende, Semikolon. Der Name darf nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche enthalten. Sonderzeichen, Leerzeichen, Bindestriche und so weiter sind nicht erlaubt. Ebenso darf das erste Zeichen keine Ziffer sein und es muss auf Groß- und Kleinschreibung geachtet werden. JavaScript-Schlüsselwörter wie zum Beispiel if oder for sind nicht erlaubt. Werte können Ganzzahlen, Kommazahlen, wobei das Komma durch einen Punkt gekennzeichnet wird, Zeichenketten und Booleansche sein. Zeichenketten werden durch ein einfaches oder doppeltes Anführungszeichen am Anfang und am Ende markiert. Booleische Variablen können nur zwei Werte enthalten, entweder ein True oder ein False. Die Variablen können nun bei Berechnungen, Ausgaben und so weiter verwendet werden. Hierbei werden die zugewiesenen Werte der Variablen genutzt. Speichern und die HTML-Datei in einem Browser öffnen und das ist das Ergebnis. Ciao und viel Glück.